Augen auf. Ein neuer Morgen und ein neuer Tag steht an. Die ersten taumeligen Schritte führen ins Bad. Und da ist es wieder. Die Nacht hat mich nicht daran denken lassen. Doch der Blick in den Spiegel lässt die Wut in mir hochkochen. Ich sehe mich und denke, warum ist meine Nase nicht ein bisschen kleiner? Meine Haare etwas dunkler? Meine Augen nicht blau anstatt grün? Warum bin ich so klein? Und warum sind in meinem Gesicht schon wieder so viele nervige Pickel? Soll das etwa eine Bestrafung sein? Aber was habe ich denn überhaupt getan? Will Gott mir damit etwas sagen, dass ich nicht gut genug für ihn bin? Naja, egal. Fertig machen, ein bisschen Make-up drauf und los geht's zur Schule. Doch zuerst in den Bus. Gott sei Dank kann keiner sehen, wie doof ich gerade aussehe. Weil wir ja neuerdings diese Masken tragen müssen. Keine 20 Minuten später und schon steht der Bus vor der Schule. Mist, jetzt ist es soweit. Die Maske ab und rein in den Wahnsinn. Direkt beim Betreten höre ich schon die Kommentare meiner Mitschüler. Was hat die denn da? Wie sieht die denn aus? Naja, ich bin es ja nicht anders gewohnt. Ich bin immer anders als die anderen, aber habe einfach nicht die Kraft dazu, mich zu wehren. Warum bin ich nur so schwach? Viele halten in der Hand eine Einladung zu der tollen Poolparty, die eine Mitschülerin veranstaltet. Alle sind eingeladen, außer ich, denke ich mir. War ja klar. Doch plötzlich kommt genau diese Mitschülerin zu mir und sagt, hey, möchtest du nicht auch zu meiner Party kommen? Ich würde mich freuen. Tut mir leid, dass ich dir noch keine Einladung gegeben habe. Aber du warst noch nicht da und ich wusste nicht genau. Aber ich möchte gerne mit allen zusammen Spaß haben. Und nicht nur mit denen, die vielleicht nach außen toll wirken und super aussehen. Sondern auch mit dir, die sonst immer zurückgelassen wird. Und ich verstehe nicht einmal, warum wir das tun. Du bist besonders, so wie du bist. Da bin ich mir sicher. Deswegen hoffe ich, dass du kommen kannst. Und dadurch auch die anderen merken werden, dass man keinen Unterschied zwischen den Menschen machen sollte. Egal, wie sie auf den äußerlichen ersten Blick wirken. Genauso ist es nämlich auch bei Gott und in der Geschichte vom großen Festmahl. Er lädt jeden zu sich ein, lässt jeden ein Gast an seiner großen Tafel sein und macht keine Unterschiede zwischen arm, reich, dick, dünn, groß oder klein. Oder aber auch zwischen mutig und schüchtern oder krank und gesund. Für ihn ist jeder auf seine Weise besonders und gut genug, um etwas Großes und Tolles zu schaffen. Jeder hat vor allem das Recht, den anderen zu zeigen, dass man gar nicht so ist, wie man möglicherweise anfangs scheint. Jeder von uns hat mal etwas, was ihm an sich nicht gefällt. Aber daran kann man arbeiten. Und man sollte sich dabei doch eigentlich viel mehr auf all das konzentrieren, was man kann und was man ist. Und nicht auf das, was man gerne für die anderen wäre. Denn Gott liebt uns so, wie wir sind. Amen.